Einen wunderschönen guten Tag, moin moin, grüß Gott, hier ist euer Rumpel. Ich bringe euch heute ein kleines Server-Tutorial mit zu dem Game Rem's Survival, ehemals Remnants. So, dann starten wir auch gleich durch. Wir öffnen wie immer Steam CMD. So, als Tool hier. Dann adden wir das Spiel, schreiben rein Rem oder was auch immer, dann bestätigen wir das mit OK, dann die ID rein, bestätigen wir mit OK, dann wählen wir den Server aus, ganz unten hier, Rem Survival. Wir suchen unser Verzeichnis, versuchen mal sein Verzeichnis aus, wo wir den Game Server hin installieren möchten. Bei uns wäre das ganz einfach hier, ich weiß, ich habe mich verschrieben, ich habe nicht Rem, ich habe Rem geschrieben, ist aber egal. Und sagen OK, drücken den Update Install Button, das Spiel wird ja runtergeladen. Und ja, wir warten, bis das Fenster oder bis es runtergeladen ist, schließen das Fenster mit Exit oder X'en es oben, genauso wie dieses Fenster, gehen dann zurück zu unserer Partition und dann ab in den Game Server Ordner, suchen das Spiel, öffnen es und landen erstmal hier im Verzeichnis, schauen uns das Ganze an. Ich würde sagen, ihr startet den Server einmal hoch mit der Server-Bat, bevor ihr überhaupt was ändert. So, dann bekommt ihr nämlich auch unter dem Rem Survival Ordner bekommt ihr nämlich eure Safe-Stände und eure Config-Dateien. Dann beenden wir den Server wieder mit strgc. Dann gehen wir hier in die Server-Start-Bat, bearbeiten die. So, ihr seht den Text hier zum Beispiel, Start, Rem Survival, Binaris, Win64, das ist der Pfad zu Exe. So, das ist das andere, also bis hier steht, Force Steam Link. So, wir fügen hinzu Multihome Port, Query Port. So, die fügen wir hinzu und geben unsere IP-Adresse an, unseren Port und unseren Query, wie gewünscht. So, dann speichern wir das Ganze und gehen dann weiter in den Ordner Rem Survival. Gleich direkt das Saves ab in die Config, in den Windows Server und landen dann in der Game Ini. So, in der Game Ini packen wir dann unsere Erkun-Geschichte rein. Ja, ihr seht hier bei mir, ne, alles hier Erkun Enable True, 25575, Passwort, ja, wie bei mir jetzt wolle, wie viel vorher nicht sein, oder Pommes oder Salat, alles egal. So, speichern das ab und gehen dann gleich weiter. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann es in der Games User Settings in die bearbeiten. Das war am Anfang. Man kann die Sachen damit reinpacken. Aber warum soll ich die nehmen, wenn ich doch eine Server-Config habe, wie sie auch sein soll, wie man es von damals kennt. Server, CFG, ja, und so weiter und so fort. Die öffnen wir dann und füllen alles aus. Ja, wie zum Beispiel um Server-Admin, Servername und Description, Max Players, Region umändern, denkt dran, ihr seid nicht in Österreich, ihr seid nicht in England, ihr seid in DE, Deutschland. So, euer Max Ping und eure Tagesmessage, so wie ihr es haben wollt, zum Beispiel Server Moderators, der, ja, wie gesagt, der Ping, die Banded User könnt ihr auflisten. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Wir speichern die ganze Sache ab, beenden das hier. Gehen wieder zurück in den Ordner vorne, starten den Server, dann sieht es so aus hinterher, wie ich ihn hier habe. Der Rem Survival Server läuft, der lädt auch ziemlich schnell hoch. Ja, beim Erkun könnt ihr das MCron nehmen. Ich muss sagen, bei mir unter Windows 11 funktioniert MCron nicht. Ich habe aber schon eine Lösung parat, die werde ich euch dann, wenn es wirklich alles komplett läuft, werde ich euch das ins Forum oder die Lösung mit ins Forum schreiben, aber kann ein paar Tage dauern, weil zeitlich bin ich momentan gut eingespannt. Deswegen gut, wie gesagt, einfach den Server starten, Spaß haben. Ja, und das war's auch hier schon mit dem kleinen Tutorial zu Rem Survival. Ich bedanke mich, lieb Gruß, euer Rumpel, ciao, ciao.